Hi Gerd, 0-0 daheim, hätte ich dir das vorm Spiel als mögliches Ergebnis angeboten, wäre es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Nach dem Spielverlauf sieht es vielleicht anders aus, oder? Ja gut, nicht nur nach dem Spielverlauf, also wir wollten natürlich vom Spiel, natürlich das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden, ist natürlich nicht so gelaufen. Wie gesagt, wir hatten eine lange Überzahlsituation personell und gute Chancen gehabt und haben einfach daraus zu wenig gemacht. War zum Schluss dir das Spiel nicht mehr so fokussiert wie in der ersten Halbzeit, Kräftemangel, Hitze bedingt? Uns waren so viele einfache Fehler aufgefallen in der zweiten Hälfte. Sicherlich haben wir uns das Leben teilweise durch ungenaue Zuspiele selbst schwer gemacht, durch hohe Zuspiele, wo flache Bälle angebracht gewesen wären. Und auch natürlich bei der roten Karte war selbst verschulden vom Marco Müller. Und das darf einfach nicht passieren auf dem Niveau. Sehen wir genauso. Fürs Rückspiel wirst du ein paar Aufgaben zu lösen haben, auch personell der Auswahl von Kevin Nennhuber. Wir haben gesagt, er hat heute eine super Partie gespielt. Ja gut, das nützt jetzt nichts, am Mittwoch fehlt er. Da brauchen wir jetzt nicht sagen, der hat super gespielt und der. Wie gesagt, am Mittwoch geht es wieder von vorne los. Wir haben nach wie vor, denke ich mal, eine gute Chance hochzugehen. Aber wir müssen uns vor allem in der Offensive steigern. Bei mir Benedikt Köb, 0-0. Ist die Enttäuschung groß? Ja, ist überschaubar. Ich denke, heute wäre mehr drin gewesen, gerade nach dem Platzverweis für Meppen. Wir haben uns in der Halbzeit mehr vorgenommen, haben es nicht so am Platz gebracht. Nichtsdestotrotz ist 0-0 auch ein gefährliches Ergebnis für die Mepper. Wir müssen ein Tor schießen, dann wird es schon interessant. Deswegen werden wir uns jetzt gut erholen und dann mit breiter Brust nach Meppen reisen. Zweite Halbzeit fanden wir irgendwie nervöser wie die erste Halbzeit. Also viele einfache Fehler, wo dann letzten Endes natürlich auch zur roten Karte von Kevin geführt haben. Siehst du das ähnlich? Ja, die rote Karte ist absolut unnötig. Dem müssen wir uns ankreiden, die Aktion. Manchmal ist es mit gegen 10 Mann zu spielen schwieriger als gegen 11 Mann. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Sicherlich auch die Temperaturen, die da eine Rolle spielen. Aber da haben beide mit zu kämpfen gehabt. Es war ein Kräfteverschleiß. Deswegen, wir holen uns jetzt gut. Wir werden das Spiel analysieren. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir Mittwoch das Ding klar machen. Die Waldhöfer warten auf ein Tor in den Aufstiegsspielen. Ein Tor. War es heute nicht möglich? Oder, weiß nicht, die Frage, woran lag es, stelle ich eigentlich sehr, sehr ungern, weil darauf gibt es einfach keine Antwort. Aber hast du als Stürmer da vielleicht irgendwas? Stehen die zu gut? Standen sie heute einfach so perfekt? Wurden zu früh oder zu spät die Abschlüsse gesucht? Ja, vielleicht haben wir nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Dass sie zu gut stehen, das sehe ich nicht so. Wir müssen die eine oder andere Aktion anders angehen. Wir werden zu unseren Chancen kommen. Sind wir auch heute. Sicherlich hat Scholl uns auch im Spiel gehalten. Deswegen ist das schon in Ordnung. Und ja, wir werden Gas geben. Gianluca Corte, bei mir wurdest ausgewechselt. Warst da natürlich auch nicht glücklich drüber. Warst du mit deinem Spiel zufrieden? Ja, also ich fand schon, dass ich von Anfang an ziemlich gut drin war eigentlich. Und zwei, drei Aktionen gehabt habe. Schade, dass der nicht reingeht in der ersten Halbzeit. Ja, zweite Halbzeit vielleicht ein bisschen überhastet abgeschlossen. Gut, ja. Aber Yannick hat es auch gut gemacht, als er reingekommen ist. Von daher, finde ich, haben wir als Mannschaft doch ordentlich gespielt. Wollten natürlich gewinnen und es ist schade, dass es nicht geklappt hat. Ist es ein Waldhof-Problem, dass wir mit 11 gegen 10, wir haben das diese Saison schon mal angesprochen während der Übertragung, wir können uns auch nicht erinnern, wann wir mal 11 gegen 10 wirklich das ausnutzen konnten und dann daraus Profit schlagen konnten. Ist es einfach so schwierig dann? Ja, was heißt schwierig? Ist klar, dass die gegnerische Mannschaft sich dann auf die Defensive konzentriert auch. Wir hatten die Kontrolle über den Ball, haben auch über die Standardsituation, finde ich, noch ein, zwei richtig gute Chancen gehabt. Ja, es ist schwieriger, 11 gegen 10, aber bei der Hitze natürlich auch, kommt als Faktor auch hinzu, dass es dann mit andauernder Spielzeit schwieriger wird einfach. Wie geil war es heute, in dieses Stadion einzulaufen? Ja, war somit am Abstand das Beste, was ich jetzt hier erlebt habe. Letztes Jahr habe ich es ja von der Bank nur verfolgt und jetzt einzulaufen war sensationell, war Weltklasse. Heute hat man es auch gemerkt im ganzen Stadion, fand ich, auch bei den Fans, finde ich, hat man es gemerkt, dass diese Anspannung so riesengroß ist. Ist das vielleicht ein Vorteil, wenn man dann in Meppen spielt und wir den Gästeblock füllen und da richtig Rabatz machen, dass man halt wirklich auswärts ist und nicht im Tempel sozusagen zu Hause? Ja, zu Hause, wo so viele Fans, ist natürlich für uns super zu spielen.
Auswärts machen sie ja fast genauso eine Stimmung, obwohl sie nur ein Bruchteil davon sind. Von daher hoffen wir natürlich, dass genug Leute mitfahren, aber das brauche ich eigentlich gar nicht in Frage zu stellen. Von daher sind wir gespannt, was da mitfährt und wollen dort natürlich gewinnen.